Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crash Bash. Oh. Ja, wie motiviert ich einfach schon wieder klinge. Die Lage in Crash Bash ist angespannt, denn die KI-Einheiten streiten sich gerade drum, wer mir als nächstes den Kopf abreißen kann. Boom. Schlagzeug und so. What the fuck? Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr hier irgendwie, wo hinten und wie und was und irgendwie, ja, ne. Der Urlaub reicht auch nicht wirklich, wenn ich jetzt irgendwie 3 Tage lang, 8 Folgen am Tag aufnehme und dann 3 Tage Pause von Crash Bash habe. Irgendwie tut's der Urlaub auch nicht, mich in irgendeiner Art und Weise zu animieren, das Ganze hier, boah. Und dann zu bringen. Ich weiß einfach nicht mehr wirklich, was ich hier tätigen soll. Verdammt, das ist... Der ist auf jeden Fall tot. Ich weiß auch gar nicht gerade, was wir spielen. Ich glaube, wir sind bei den Relikten. Schön, wenn man das nicht weiß. So, ja. Screw you, screw you, screw you. So, ganz, ganz gechillt. Ganz gechillt. Einfach mitdenken. Einfach mitdenken. Ich kann das packen. Ich muss nur, ja, genau das nicht tun. Schade. Okay, das wird irgendwie wird das machbar sein. Ich weiß nur nicht wie. Und ich weiß nicht, warum ich jetzt mich, warum ich mich für 200% entschieden habe, wenn ich gar nicht 200% brauche, um alles freizuschalten. Scheiße, jetzt sitze ich in der, jetzt stecke ich in der Apache. Ich meine, es sind zwar nur Pipapo, 3x, 4x, insgesamt 5 Zuschauer oder so, aber trotzdem, ich halte mein Wort. Wenn wir jetzt von 1000 sprechen würden, naja, wie gesagt, ich werde mein Wort halten. Ich weiß nur noch nicht, wie ich das Ganze überleben, werde, kann. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Übrigens sieht man bei der Mine einen kleinen viereckigen Rahmen. Das war in der Originalversion, glaube ich, nicht so. Oh, Motherfucker. Ich weiß nicht, wie ich hier handeln soll, Mann. Es ist asozial. Es ist asozial, Mann. Guckt euch die Hartz-IV-Empfänger mal an. Die haben keine Hobbys. Sie sitzen den ganzen Tag hier und üben diese scheiß Partyspiele und sind deswegen so gut. Deswegen sind sie die Champions. Weil sie einfach keine anderen Hobbys haben. Oh, Mann, ja. Die befummeln sich jetzt hier wieder. Auch schön, ich kann nicht, wenn ich mal wenigstens treffen würde. Oh, der war schön. So, jetzt muss ich irgendwie... Nein, wieso springe ich? Wieso werfe ich mich denn dazwischen? Das ist so blöde. In your face! La 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 la. So, und der... Oh Gott. Nein, Lillahu, nicht den Controller wechseln. Wobei, mach's doch. So. Der ist tot. Und jetzt habe ich ein Problem, Alter. Hör auf zu lachen, du Pisser. Du bist im Vorteil. Du kannst zweimal schießen. Das ist total asozial. Außerdem halten deine Bälle nicht so lang wie meine. Okay. Fassen wir zusammen. Ich muss Rillahu auf jeden Fall penetrieren. Pipa penetrieren. Der darf auf jeden Fall nicht, ich wiederhole, nicht der Letzte sein, der sich mit mir duellieren darf. Das darf nur Yugi sein, kein anderer. Die Mine war gerade sowas von unnötig. Ja, genau, auf den Affen. Nimmt die von hinten und von vorne. Oh ja, und dann komme ich und ja, ja. Moment, what the fuck. Ja, genau. Ich glaube, die KI-Einheiten scheinen mich so langsam zu verstehen. Oh ja, jetzt. Ja, 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 ich habe eine Barrikade, ich habe eine Barrikade. So, jetzt auf ihn. Und jetzt. Nein, nicht in meine Mine fahren. Das wäre asozial. Du bist tot. Bitte! Habt ihr das gesehen, Leute? Habt ihr das gesehen? Dieser behinderte Bananenfresser hat doch jetzt allen Ernstes zweimal hintereinander eine Barrikade gemacht. Zwei hintereinander Schüsse mal meine abgewehrt. Genau, geiler deutscher Satz. Ich weiß nicht, wie das Ganze getan hat, aber ich setze jetzt einfach mal auf die Verstecke dich hinter einer KI-Taktik und lach dir ins Fäustchen-Taktik. Oh, der Pisser hier, der hat mich voll geaimt. Weil er keine anderen Hobbys hat.
Cortex. Ich muss abwehren. Ausweichen. Nein. Ich will nicht mehr. Hallo. Ich will nicht mehr. Ah, habe ich schon mal erwähnt, dass das total. Ja, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Ja, da kann ich es auch nicht sagen. Okay, vergiss das. Das ist total Pflicht. Ich fühle mich verpflichtet, die Folgen zu machen. Das macht mir keinen Spaß mehr. Ich dachte immer, es wäre schön auf der Uni. Aber die haben mich dann doch verwandt. Das war total... What the fuck, egal. Ja. Stand-up-Comedy und so, ne? Total schwer. Leute... Ihr macht mir so fertig, ne? Von das war ja eigentlich gar nicht mal so schlecht. Das Problem war, dass... Ja, ich weiß auch nicht. Dass es drei Spieler sind und die mich total fertig machen, Mensch. Die machen mich so fertig. Ja. Ich werde jetzt nicht aus diesem Spiel gehen, bevor ich es nicht geschafft habe. Da könnt ihr mich mal. Wow, nein! Ich bin so... Wie dumm kann ein Mensch eigentlich sein? Ja, gut. Ich meine... Trotz dieses blamagelen Akts... bin ich trotzdem noch weit unter dem Niveau, das meine Klasse tagtäglich bringt. Also sollte ich mir... deswegen keine Sorgen machen. You failed, motherfucker. Was ist eigentlich mit dem Erzähler hier? Wofür der hat auch einen geilen Job, ne? Der hat bloß ein Wort. Okay, und der muss bis 13 können. Hm. Das grenzt das Ganze natürlich ein, wenn man da arbeiten will. Ich stell mir so ernsthaft vor, weißt du? Als sie Crash Bash gemacht haben, haben sie so Bewerbungen verschickt. Wir suchen einen Sprecher, der du versagst sagen kann und vor allem er muss von 1 bis 3 zählen können. Also 1 bis 3 und 3 bis 1. Und rückwärts und seitwärts und schräg und Nord nach Süd und ihr versteht schon. Ja, wie gesagt, das Ganze schneiden. Nicht jeder kann bis 13. Das ist auch eine Gabe, die muss man erstmal lernen. Was man auf jeden Fall auch lernen muss, ist die Tatsache, dass man sich nicht zwischen zwei Komponenten stellen soll, wenn die sich gerade penetrieren. Was ist das? Wie sie doch gleich alle auf mich geaimt haben, ne? Oh, dankeschön, da wäre ich jetzt beinahe reingefallen. Guckt euch die Pisser doch mal an. Meine Herren, ja genau, und jetzt deckt euch gegenseitig Rücken an Rücken hier. Ah, nee. Nee, da habe ich auch keine Wörter mehr für. Ja. You failed. Yeah. Das ist der Crash Bash Song. Wenn du versagst, dann hörst du meine geile Stimme, die sagt dir, dass du versagt hast. Dann musst du dir selber eine Facepalmen und daran denken, dass du schlecht bist. Ja, du bist so scheiße, dass du das Spiel nochmal neu starten musst. Trophäe, Edelsteine, Kristalle, legt. Das geht nicht so einfach. Yeah! Du musst viele Gefahren überstehen, viele Warpraume penetrieren und das ist nicht so einfach, denn das ist Crash Bash. Oh yeah, das Spiel kam 2000 raus, würde ich jetzt einfach mal eiskalt behaupten und das ist total schwer. KI-Einheiten von heute sind nichts dagegen. Oh yeah! Ich meine, hey, guck dir Simmons aus Resident Evil 6 an, der ist ein Scheiß dagegen. Wieso vergleiche ich jetzt Simmons zu Resident Evil 6 mit einem Partyspiel? Ich habe keine Ahnung, aber ich kann's einfach. Yeah. Wieso kann ich? Weil ich Crash Bash spiele. Yeah. Das ist der Crash Bash Song und hier kommt der Refrain. Du hast keine Chance gegen diese Gegner, sie machen dich alle. Oh yeah. Wenn du glaubst, dass du hier ganz einfach durchlaufen kannst, dann kannst du dir aber eine in den Arsch schieben, denn das ist voll schwer, 200% zu kriegen. Und ich hab gleich keine Stimme mehr. Und das ist voll krass, was du hier machen musst. Oh mein Gott. Und der Flow. Oh mein Gott, ich hab überhaupt gar keinen Flow. Und die Reime sind voll scheiße. Oh yeah, so scheiße wie der Käse, der total schlecht ist, wenn du ihn von 2009 nimmst. Genauso wie Lucas Kane, der trinkt von 2009 Milch, weil er hardcore ist. Weil er einen Mord begangen hat und deswegen... Oh nein, jetzt spoiler ich, egal. Das ist der Crash Bash Song. Sie penetrieren dich alle. Crash Bash Song. Unglaublich fies. Crash Bash Song. Mit einem Schlag und du bist weg. So wie... Wer ist denn mit einem Schlag weg?
So wie Headshotter. Alter, kennst du Call of Duty? Mach einen Headshot hier. Dann kommen die zu Crash Bash und machen alle mal vier. Ja, das ist der Vier-Player-Modus und mir fällt kein Reim ein. Deswegen sage ich ihr Schwein. Oh nein, du haut da rein. Und ich habe kein Problem, diesen lächerlichen Song weiterzuführen, auch wenn er überhaupt gar keinen Sinn macht, weil ich mir gerade nicht helfen kann, bei diesem Spiel überhaupt konzentriert zu bleiben. Und deswegen überspiele ich meine Failität einfach mit einem Lied, weil ich es kann. Seht ihr diese Mine? Die Mine, sie fliegt. Eigentlich fliegt sie nicht, aber ich wollte sagen, sie schwimmt. Jetzt schwimmt sie nach links, jetzt schwimmt sie nach links und dann schwimmt sie leicht nach oben. Irgendwann wird sie dich treffen, sie wird dich penetrieren und dann macht's Bumm und alle, ihr seid alle tot. Oh ja, und dann werde ich das Relikt kriegen. RCS-Relikt, ich habe gerade keine Ahnung, zu welchem Artikel ich dies hinzufügen soll. Ja, der Deutschunterricht ist nicht so einfach, deswegen spiele ich hier Crash Bash, weil ich gerade nicht Deutschunterricht machen kann. Ich glaube schon, dass ich jetzt 30 Texte schreiben könnte, im Gegensatz zu diesem Relikt. Oh yeah, habe ich schon erwähnt, dass ich eigentlich in 2 Tagen noch 50 Seiten lesen muss, weil das ist eine Hausaufgabe, aber ich habe keinen Bock. Wieso habe ich Quack? Ich lese keine Bücher. Also werde ich wahrscheinlich eine 6 dafür kriegen. Das Lustige ist, dass wir uns das Buch für 10 Euro kaufen mussten. Genau, das Buch für 10 Euro kaufen, das macht absolut Sinn. Ja, der Deutschlehrer meinte, hier, Alter, voll krass, hier, 10 Euro, bumm, die Schule bezahlt das nicht, also mach es selber, denn wir wollen es lesen und hau jetzt mal rein. Habe ich erwähnt, dass dieses Lied 28 Strophen hat, ja, dann macht euch bereit für die nächsten 80.000 Stunden. Crash Bash! Crash Bash! Crash Bash! Crash Bash! Ich fahre hier rum, yeah. Ich fahre auf dem... Was ist das? Gibt's nicht irgendeinen bekannten Sumpf auf der Erde? Ich fahre auf den Sumpf hier rum, oh yeah. Und baller mit dem Tiny rum. Die Atmosphäre ist so scheiße. Oh mein Gott, ich finde eine Meise. Der Typ fällt erstmal in meine Mine. Oh mein Gott, da steht Hermine. Der Reim war gerade nicht so toll. Und ich heule mir die Ohren voll. Na, 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 ich hänge. Oh, das ist nicht gut. Und ich hab ne Idee. Ich werde jetzt weitermachen, bis ich Erfolg hab. Und ich meinte bei Crash Bash, ja, was dachtet ihr denn? Bim, 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 bim. Schaut euch doch mal diese Penner an. Die machen mich ja gar nicht an. Der Affe, der ist jetzt tot. Und ich schmier mir gleich ein Stück Brot. Und Tiny will's drauf anlegen. Ich würde ihn gerne umlegen. Und das waren 2 Wörter mit legen. Und fahrt bitte rein. Nein. Ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht auf die Autobahn gehen, wenn Autos fahren. Oh Gott. Schaut euch diese asozialen Pisser an. Tag für Tag ärgere ich mich mit diesen Pissern rum. Scheiße, jetzt habe ich's versaut. Hab ich nicht mal erwähnt, dass ich nicht sehen kann? Scheißegal, wir machen das jetzt. Ich mach's jetzt. Ich heule euch jetzt so lange die Ohren voll, bis ich hier irgendeine Art von Fortschritt in meinen Augen glitzern, funkeln sehe. Was ist, wenn ich mit verbundenen Augen spiele oder mit geschlossenen? Na gut. Das würde meine Inkompetenz erklären. Moment, ich bin nicht inkompetent. Ich kann spielen und failen. Ich kann spielen und failen. Leute, macht mir das mal nach. Das ist nicht so einfach, wie es aussieht. Auch das muss gekonnt sein. Man muss auch gekonnt stehen bleiben können, ja? Verdammt. Cortex. Yeah. Der Professor, der hat's auf Crash Bash abgesehen. Und deswegen will er das Spiel jetzt übernehmen. Er hat Tiny und Rillahu und die anderen Missgeburten erschaffen. Und die wollen mich jetzt alle penetrieren. Jeder hat seine eigenen Waffen. Und die sind alle voll scheiße. Yeah. Oh nein. Tiny hat volle Lebensenergie. Das ist sehr asozial.
Denn da kann ich nicht wirklich viel machen, wenn die anderen mich penetrieren. Ich kann mich nicht alle gleichzeitig auf alle konzentrieren. Ich bin kein Übermensch und kann nur einmal schießen. Und das ist asozial, denn sie können dreimal hintereinander angreifen. Wenn der Affe noch auf dem Fett ist, dann kann mich ja zweimal penetrieren. Denn er hat scheiß Feuerwehr und die sind schneller und die sind viel schneller. Er kann zweimal schießen und die sind gleich kaputt. Mein Scheißstrahl, der hält 80 Millionen Jahre. Wenn ich nicht treffe, dann irrt er auf dem Feld rum und dann muss ich warten, bis ich wieder angreifen kann. Währenddessen werde ich von drei Seiten penetriert und ich kann nicht ausweichen und ich kriege die Krise. Ich flipp jetzt hier aus, ist mir scheißegal, ich komm nicht weiter, oh mein Gott. Ah, nee. Und ich hab mir so vor der Folge überlegt, hol ich mir jetzt vielleicht mal einen Gast? Nein! Ich mach hier voll Karaoke, Mann. Voll Stand-Up-Mucke, yo! Verschizzle auf my nizzle! Verpizzle auf my grizzle, dizzle, fizzle, gizzle! Da 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 da! Crash Bash! Schau dir den Tiny an. Er ist voll Pimp, er hat Stachelkugeln. Ich weiß immer noch nicht, wie man die Viecher nennt. Aber ist doch scheißegal, solange sie reinhauen. Oh yeah. So, was kann man noch singen? Sumpf, 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 das ist dein Sumpf, Sumpf, Sumpf. Und dieser Sumpf, Sumpf, Sumpf geht mir auf den Sack, Sack, Sack. Schau dir ihn an, den Sumpf, auf den wir drauf fahren. Der ist voll asozial und viel zu schmal, viel zu klein, viel zu viereckig. Wieso ist der nicht rund? Ich denke mal, bei Runden hätte ich immer eine bessere Chance. What the fuck? Hey, ich war der goldene Reliktsammler. Hey, ich bin ein Kind dieses Sumpfs. Hey, der Spieler sagt mir, ich fehle. Doch dann gewann ich nicht. Oh no, ja. Ich fahr jetzt einfach hier so rum und ich will nicht mehr. Let's go, Dora. 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 Dora, Dora, Dora. Here come Dora. Dora. Cortex nicht klauen! Cortex nicht klauen! Dora! Ich hab's genau gesehen, Cortex. Du hast dich ein bisschen von der Wand wegbewegt. Ich hab's ganz genau gesehen. Komm, kannst mich nicht verarschen. Du kannst mich nicht verarschen. Ich fahr jetzt einfach hier rum. Ich weich aus, greif immer. Ja, das ist es ja. Das ist das Problem. Ich kann nicht ausweichen und schießen. Ich meine, ich kann schon, aber es bringt halt nicht viel, weil weil die einen Schuss von mir abwehren können. Okay, ich habe eine neue Taktik. Ich warte immer, bis der Letzte auf dem Feld ist und dann spam ich ihn mit Minen zu. Irgendwann wird er von ganz alleine reinfahren. Irgendwann ist es soweit und dann werde ich da sein. Dann werde ich da sein und mich freuen. Komm schon, du Missgeburt, du scheiß befickter Bananenfresser. Jetzt los, komm, ich schieb dich auch dahin. Oh, das wäre wieder die beste Chance geworden, natürlich. Die beste Chance gewesen, um anzugreifen, aber ma. Wow. Ja. Ich meine, wenn du es nicht tust, weißt du, ich hab sie ja nicht umsonst gekauft, verdammt. Denk doch mal ans Geld. So. Na, das ist doch schön. Ignoriert mich einfach. Hey, die fahren sogar mit Absicht rein. Jetzt wollen sie mich unterstützen. Nur der Affe, der will noch nicht ganz. What the f... Okay, allgemeine Kaffeepause. Oder wie darf ich das jetzt verstehen? Gutes Stichwort, die Aufnahme ist eh gleich oben, aber ihr habt vergessen, dass das Ding 20 Minuten läuft und nicht 19, ihr Idioten. Lasst mich doch mal in Frieden zu meinem Grabe treten.
Ich bin schon so geil, dass ich mich selber penetriere. Und jetzt bitte, wieso bist du nicht in die Mine gefahren? Wieso wurde sie ausgelöst und etwas Schaden genommen wurde? Okay, letzter Versuch, Ladies and Gentlemen. Oh nein. Ja, na, nee, ist klar. Voll klar, Digga. So. Oh nein. Jetzt hing ich wieder an Tiny, verdammt. So. Natürlich. Nein, Tiny nicht reinfahren, das ist kein Knochen, verdammt. Ja, ja. Das looks gut. Das looks pretty gut. Er hängt. Ausnutzen. In your face. So. Und jetzt? Ich würde dir raten, da irgendwie... Ja. Ja. Oh, nein. No. Aua. What the fuck? Ich wünschte, ich könnte jetzt einfach eine neue Mine legen, weißt du? Aber... Nein. Cortex ist schlau. Ja, okay. So bitte dem Thema. Ja. Komm schon, ich hab dich gerade gedeckt. Und was machst du? Du fährst rein. Unsere Freundschaft ist hiermit beendet. Freundschaft wegen Dummheit gekündigt. Ist das ein Grund? Naja. Kommt drauf an, wie dumm der Fehler war, den er begangen hat. Wow, haha, das war geil. Das war geil ausgewichen. Das wiederum nicht. So, ach so, ich vergaß, ich bin in der zweiten Runde. Wieso bin ich jetzt so scheiße locker drauf? Ich muss total... Oh crap. Nein. So, nein. Okay. Das war's für heute mit Let's Play Crash Bash. Bis zum nächsten Mal. Oder auch nicht. See ya.